So. Yes! Ich gehe meine Zettel lesen. Hab ja Zeit. Hallo, Williams Familienbibel. Diese kann man auch wieder drehen und wenden, wie man möchte. Es ist auf Hochglanzpapier gedruckt, wie alles in diesem Spiel. So, wenn ich das jetzt auf, wenn ich jetzt auf Lesen klicke, lese ich es dann auch auf dem Kopf? Ich bin sehr gespannt. Nein, es geht ohne Kopf. So, Williams Familienbibel. Ziehst du etwa den Leviathan mit der Angst heraus? Ziehst du etwa den Leviathan mit der Angst heraus und kannst du seine Zunge mit einer Fangschnur fassen? Von was spricht er? Kannst du ein Binsenseil durch seine Nase ziehen und einen Haken durch seine Kinnbacken stoßen? Wird er dich lange anflehen oder dir freundliche Worte sagen? Wird er einen Bund mit dir schließen, dass du ihn zum ewigen Knecht machst? Kannst du mit ihm spielen wie mit einem Vögelchen oder ihn anbinden für deine Geliebte? Feilscht sie etwa um ihn oder teilt sie ihn mit anderen? Ich kann das gerade momentan relativ schlecht lesen, es ist irgendwie gerade verschwommen, es mag an meinen Augen gerade liegen. Ich bin da auch schon leicht müde, also entschuldigt bitte, falls ich Wörter nicht gleich als solche erkenne, beziehungsweise nicht als solche, die sie sind, also welches Wort auch immer. Kannst du seine Haut mit einem heißen Eisen spicken? Buch Hiob Kapitel 40. Darüber will ich wehklagen und jammern, ausgezogen und entblößt einhergehen. Ja? Ich will eine Wehklage halten, wie die Schakale, und eine Trauer wie die Sirenen. Buch Micha, Kapitel 1, J.A. Williams, 1874. Okay. Und wieder wird gesungen. Das Ganze ist jetzt in den Aufzeichnungen. Okay, also wenn wir die alle so schnell finden, dann ist das Spiel echt nicht allzu lang. Naja gut, 3-4 Stunden werden es schon. 5-6. So, jetzt werde ich noch Folgendes tun. Dass die Dokumente jetzt demnächst nicht ganz so schnell von mir dahin schnellen. Oh, das mit den 60 Frames hat sich somit, glaube ich, auch erledigt. Na gut, also das haben wir jetzt gelesen. Vorher. Da ist was. Ich soll noch keine Geräusche machen. Da ist es sehr hell, da gehe ich jetzt weg. Okidoki. Also ich sehe echt nichts weiter, was jetzt interessant wäre. Glaube ich. Und das eine da ist nach wie vor eine Bimmel, die macht nichts außer bimmeln. Moment, ich gehe nochmal hin. Nur zum Prüfen. Nur zum Prüfen. Ich mache sowas gerne. Irgendwas raschelt hier aber auch extrem laut. Als ob hier auch so ein Gerät läuft. So ein Phonophon oder Grammophon. So klingt das hier. Oder ein alter Schallplattenspieler. Gut. Jetzt war, glaube ich, die Möglichkeit, hier reinzugehen. Da waren wir noch nicht wirklich drin. Die Gänge sind auf jeden Fall mal noch nicht so markiert, als wäre ich drin gewesen. Deswegen schaue ich mir das jetzt mal an. Eine Musikstatuette, welche man drehen kann, wie man hier alles drehen kann. Habe ich die jetzt eingepackt? Sammelobjekte, Musikstatuette, genau. Und da gibt es 20. Okay, die werden schätzungsweise optional sein.
Da mache ich erstmal nichts. Vielleicht muss ich da jetzt auch was machen, aber trotzdem, ich schaue erstmal nach, was passiert oder was auch nicht passiert. Was macht das? Ich weiß es nicht, deswegen mache ich erstmal nichts. Und hier ist wieder eine Tür mit einer Krake oder einem Kraken. An jeder kann ich nichts tun. Moment. Also jetzt gehe ich erstmal zu diesem Schalter. Mal gucken, was der macht. Kann ich da überhaupt was tun? Das ist auf jeden Fall so eine Art Sicherung. Es mag sein, sicherlich, dass jene Sicherung irgendwie vielleicht mal entfernt wird und ich eine neue einsetzen muss. Ich soll ja auch die ganze Zeit irgendwelche Zylinder finden, aber ich habe noch nichts gesehen, das einem Zylinder auch nur ähnelt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so wirklich. Oi, es geht ja übers Licht aus. Das weiß ich nicht, ob das so gut ist. Es klopft da jemand. Das ist das gleiche Klopfen wie in Don't Knock Twice, übrigens, was man ab und zu mal hört. Sind auch die Macher von Don't Knock Twice. Ich hatte es noch nicht erwähnt, ich wollte es mal gesagt haben. Und dieses Klopfen von eben, das ist genau so in Don't Knock Twice drin, aber es wiederholt sich so oft, dass es einfach nicht mehr gruselig ist. Ja? Okay, jetzt geht das Licht wieder an. Ich weiß nicht wirklich, was ich jetzt machen soll. Ich guck mal in meine Aufgaben. Nach wie vor Zylinder suchen. Jene Tür war, glaube ich, vorher nicht auf. Da ist aber auch irgendwas drin, was einen Anschein hat, Blut zu sein. Hier könnte ich jetzt drücken. Das ist ja, ah, das ist ein Aufzug oder sowas. Nehme ich jetzt mal nicht. Hier ist auf jeden Fall Blut, welches Richtung jenes Raumes sich zieht. Da kann ich jetzt momentan noch nicht rein. Jetzt nehmen wir doch einfach mal den Aufzug, ne? Oder warte, warte, warte. Ich probiere noch mal den Hebel. Ja, ich bin ja ganz, ganz gewitzt hier, ne? Beziehungsweise nicht den Hebel, sondern den Knopf. Da war ein Knopf vorher. Jener Knopf. Der ist jetzt nicht mehr nutzbar. Dann lasst uns mal den Aufzug nehmen. Ich duck mich vorsichtig. Oh, ich wollte mich ducken. Jetzt kommt wieder ein endlos langer Warteblock mit Ladezeiten. Alles klar. Ist genau der Ort, an dem ich sein will. Ist genau der Ort, an dem ich sein will. Aber ich bin der Meinung, die Bildrate ist inzwischen ein bisschen flüssiger geworden, ne? Entschuldigt, dass ich so viel über dieses technische Gedöns da labere. Aber mir ist das einfach auch ein bisschen wichtig. Oder ist jemand? Vielleicht gehe ich da nicht gleich hin. Die Tür geht auf. Oh, da kann man speichern. Ja, das werde ich so gleich tun. Und es gibt eine kleine Audio zum Anhören. Bitte schön. Hören wir uns an. Na nee, hören wir uns vielleicht nicht. Set of lungs as your mother. How dare you? Get out! Get out of here now! You're just my father's oafish tool. Tool, am I? What the fuck do you know about it? No. That will be you, lass. You'll soon see. And mark me when I say that the only instrument here
It's you. I said, get out. Go! Come on, leave me be. Of course. As her hoity-toity fucking ladyship commands. God, that man! Mm-hmm. But what did he mean? Ja, ja, du bist das Werkzeug. Ja, ich habe das Gefühl, wir werden diesem jungen Mann noch begegnen. In irgendeiner Form. So, jetzt lassen wir mal hier kurz die Blicke schweifen, ob sich hier irgendwas Sinnvolles befindet, welches wir haben wollen. Aber es ist offensichtlich nicht der Fall. Dann gehen wir mal weiter. So, haben wir denn von hier auch eine Map? Ich glaube noch nicht, ne? Nicht wirklich. Also wir werden uns auf jeden Fall... Aus dem Aufzug sind wir gekommen, jawohl. Der Heulende war in linke Richtung. Also hier rum. Hier war nochmal... Ne, das ist keine Tür, okay. Das sieht aus, als... Ne, kann man jetzt auch nicht öffnen. So. Yes. Okay, alles klar. Ho. Das war jetzt nicht schlecht. Das war jetzt. Oh, ja, das war echt nicht schlecht. Gut. Aber der scheint im Moment mal nichts von uns zu wollen. Aufgaben wurden aktualisiert. Ja? Folge den Männern. Ich persönlich glaube, ja, dass dieses Zylinder-Suchen sich über das ganze Spiel erstrecken wird. Ist aber nur eine Vermutung. Ich mache jetzt nochmal einen ganz, ganz kurzen Abriss hier. Da waren wir. Genau. Ich speichere jetzt auch nochmal hier. So, ich weiß nicht, läuft die Audio jetzt nochmal ab? Nein, okay. Aber es ist auf jeden Fall mal gespeichert, nur für den Fall, dass jene Männer, denen ich jetzt folgen werde, mich sogleich töten oder ähnliches. Da lang? Soll ich da lang gehen? Das will ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es geht. Ich denke, ich werde einen Umweg gehen müssen. Nee, also unter Verwendung jedes sich am Controller befindlichen Knopfes hat sich jetzt hier nichts getan Richtung da durchgehen. Deswegen gehe ich davon aus, wir müssen außenrum. Allerdings... Ah, okay, es schaltet sich dann doch irgendwie mehr oder weniger automatisch frei, die Karte. Oder wir müssen nur bestimmte Teilfragmente der Karte finden. Hallo. Na? Oh, es ist ein neues Symbol an einer neuen Tür. Die natürlich nicht aufgeht. Okay. Ich finde es ein bisschen kacke, dass an Türen, die noch nicht aufgehen oder vielleicht auch niemals aufgehen, jetzt jedes Mal dann das Menü aufgeht. Ich könnte natürlich, sage ich jetzt mal, wenn ich einen Schlüssel gefunden hätte, jenen benutzen. Also es geht wahrscheinlich darum, die besagten Schlüssel auch zu finden. Und dann nachher an den entsprechenden Türen auch zu nutzen. So, hallo. Ein Dokument. Isaacs Liste über Tote und Verschwundene. Ja, sicherlich. Wir lesen es. Datum, Beschreibung, Menge, 11. Juni, Mr. und Mrs. Wainscump. Altes Paar, kinderlos, Exeter, Devon, Kleider 2/6 oder 2/6, Schmuck 2/3. 13. Juni, Reverend Alistair Gray, Charlatan? Cheltenham wird... Es geht immer noch so schnell, ne? Dabei habe ich die Empfindlichkeit schon runtergestellt. Egal. Cheltenham wird wohl kaum vermisst werden. Feuer
erneut nichts zu holen. 3. August, Victor Williamson, Kaufmann, reist alleine. Bristol, Kleider 2 von, keine Ahnung, Schmuck 2 von, was auch immer. Jesus Maria. Ich muss das gleich, also zur Not muss ich das Ding auf ganz, ganz unempfindlich einstellen. Aber ich glaube, das bezieht sich dann doch eher auf die Kamera, wie empfindlich die ist. Egal. Jetzt muss ich hier halt mit etwas Feingefühl vorgehen. So. 24. September, Ernest Sharp, Versuchsperson, Maler, reist allein, Rye, East Sussex, Kleider 3D. Ist das die Kleidergröße oder was? Schmuck 2D. Soll mir das irgendwas helfen? 27. September, Mr. und Mrs. Matthews, Versuchsperson, pensionierter Beamter, Winsford Schecher. 3. Oktober, Arthur Morris, Versuchsperson, Musiker, reist allein, London. 7. Oktober, Matilda Norton, Musikerin, reist allein, Bristol. Noch eine Musikerin? Noch eine Musikerin? Was? Stellt zu viele Fragen. Weicht extrem aus. Warum? Das weiß ich nicht. Warum ist eigentlich der Rahmen hier immer noch so rötlich? Jetzt ist er wieder. Soll wahrscheinlich ein bisschen Angst machen. Es klingelt wieder ein Telefon. Ich schaue mal auf die Karte, ob ich das Ding sehe. Da ist was mit einem Fragezeichen versehen. Kann man die irgendwie ranzoomen, die Karte? Bin ich unten oder oben eigentlich? Da sind wir reingekommen. Ja, das ist das Erdgeschoss. Okay, wir sind jetzt also mit dem Fahrstuhl nach unten gefahren. Nicht nach oben, wie ich es eigentlich vermutet hatte. Aber das ist egal. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück und gehen mal zu diesem Fragezeichen. Was war denn das nochmal? Das müsste ja... hier um die Ecke, okay. Ah ja. Blodwins Nerventonikum. Okay. Heilen. Ah, okay. Ich kann mich also auch heilen. Das heißt, ich werde auch verletzt. Ah, okay. Und das ist jetzt... Moment, das muss ich jetzt checken. Ist das jetzt auch leer? Also kann ich so eine Flasche nur einmal verwenden? Sieht mal so aus, ne? Okay. Aber dieses Geknarre hier regt mich auf, du. Wie viele Leute sind denn da in dem Haus unterwegs? Okay. Also es scheint wohl so zu sein, ich finde ab und zu mal eine Flasche Tonikum. Dann kann ich mich wahrscheinlich entscheiden, diese gleich zu verwenden. Oder auch später. Jetzt wäre es wahrscheinlich noch nicht mal nötig gewesen. Aber man weiß ja nicht. So. Jetzt ist hier noch ein Telefon am Klingeln. Es scheint vom Klang her aus diesem Raum zu kommen. Oder aus einem der anschließenden Räume. Da wurde der jetzt durchgeschmissen, ne? Ja. Aber was soll dieses Telefon sein? Kann ich das irgendwie auf der Karte erkennen, wo da ein Telefon sein soll? Ich sehe es nicht. Ja. Also wie gesagt, beim nächsten Stream kommt die Kamera woanders hin. Das ist ja nun doof. Heiland, wo soll denn dieses Telefon sein? Ich renne jetzt hier einfach mal wild durch die Kante und versuche irgendwo die Türen zu öffnen, die sich mir erschließen. Und was das mit diesem Telefon auf sich hat, versuche ich dann irgendwie vorbeilaufen zu klären. Was ist das denn? Sammelobjekte?
Sammelobjekte. 2 von 20. Nein. Schade. Ist schade, kann man nicht anders sagen. Weiß nicht, was ich da gerade aufgehoben habe. Vielleicht muss ich es mir aber auch nicht anschauen. Vielleicht ist es uninteressant. Was ich aber nicht glaube, wenn man es aufheben kann. Okay, das Telefon scheint irgendwo in diese Richtung zu sein. Und ich bilde mir ein, ich muss mir das anhören, was da gesagt wird. Oh, guck mal. Okay, die Map ist erweitert somit. Also brauchen wir... Braucht man wahrscheinlich doch so ein Stück weit immer ein neues Stück Karte, wenn man die freischalten möchte. Ha, mir ist jetzt leider auf der Karte immer noch nicht ersichtlich, wo dieses Telefon sein soll. Aber es muss ja, also die Gänge, die hell sind, in denen war ich schon. Die, die dunkel sind, da war ich noch nicht. Es muss ja dementsprechend irgendwo in den dunklen sein. Sonst hätte ich es ja gesehen. Da gehe ich jetzt rein. Das ist eine gute Idee. Tür geht auf. War ich hier schon? Ich weiß es nicht. Nö, da war ich noch nicht. Ein Telefon. Hallo. Elizabeth, bist du da? Geht es dir gut? I'm here. There was someone else in the attic outside the door, but I think they've gone now. Elizabeth, gibt es einen weiteren Mann? Kennst du ihn vielleicht? I don't. But you must look to yourself first, Thomas. If you should be caught too... They seem to be drawn to sound. You must remain quiet. Eigentlich bis jetzt ja erstklassig gemacht, ne? Wurde angegriffen und verschleppt. Die Geschöpfe, die ihn haben, sie können wohl nicht sehen. Machen wir erstmal das. Dear God, that's horrific! I dread to think of you being snatched like that too. Our one hope of helping him, helping all of them, is finding the cylinders. Hab noch keinen einzigen davon. Die Geschöpfe, die ihn haben, sie können wohl nicht sehen. But why? What do you think is wrong with them? I knew noise attracted them, but what happened to their faces? Please. Take the utmost care. And if I don't answer, it means I've had to hide. That they've come back. Alles in Ordnung. Ja, Zylinder, Zylinder, nach wie vor Zylinder. Ist jetzt auch nicht so, dass Points of Interest hier irgendwie ganz klar und deutlich gekennzeichnet sind. Also du läufst nicht in den Raum rein und da schimmert so eine Kiste vor dir rum oder so, sondern du musst schon ein bisschen genauer hingucken. Was ich ja grundsätzlich tue. Wenn ich nicht gerade vor was wegrenne. Ist in Ordnung. Ich gehe heim. Nein, wir gucken uns das natürlich an. Natürlich gucken wir uns das an. Ah, sogar an die Physik haben sie gedacht. Ich weiß es nicht, da der sich ja noch so wunderbar da drin herum... Also nicht zappelnd, aber der schwingt ja rum, ne? Also irgendwas scheint den kurz vorher noch angefasst zu haben, bevor ich die Tür geöffnet habe. Und ich habe Angst, wenn ich jetzt reingehe, mache ich Bekanntschaft damit. Was habe ich denn jetzt hier noch nicht gesehen in dem Haus? Da, Dings, dort. Da bin ich jetzt vor dem... Raum, das ist der obige, der ist schwarz, also da war ich noch nicht drin. Dieser Raum ist auf jeden Fall nicht durch eine Tür mit irgendeinem anderen verbunden. Das heißt, wenn ich da drin bin, bin ich da drin. Und muss auch hier zu dieser Tür wieder raus. Schauen wir halt doch mal so aus Neugier hinein. Warum schimmert es jetzt blau plötzlich? Ich ducke mich vielleicht vorsichtshalber.
Da ist doch eine Tür. Die ist aber nicht in der Karte drin. Es ist keine Tür, es ist irgendein Durchgang. Eine Zwischenwand oder so. Egal. Gucken wir uns gleich an. Etwas gefunden. Sammelobjekte. Okay, also es scheint sich, wenn ich das jetzt richtig verstehe, 3 von 20 Musikstatuetten. Es sind jedes Mal Musikstatuetten. Es sind nicht verschiedene Sammelobjekte, die man sich angucken kann, sondern ich sehe jetzt hier einfach, dass ich 3 von 20 Statuetten habe. So, fertig. Ist eigentlich ganz simpel. Warum bin ich darauf nicht gekommen? Okidoki. Dann wollen wir doch mal schauen, was da hinten los ist. Beziehungsweise, eigentlich würde mich ja schon... Obwohl, hier war ich überall, ne? Ich muss mich ein bisschen auf die Seite lehnen, um den oberen Teil der Karte da zu sehen. Aber da das alles so in diesem weniger dunklen Grau ist, beziehungsweise nicht ganz so schwarz... Außer der eine Raum da, lüps, wenn ihr meine Hand ungefähr deuten könnt, dann da jetzt dieser schwarze L-förmige Raum... Da ist ja so ein so ein merkwürdiger Schlüssel zu benutzen, den ich bis jetzt noch nicht habe. Oder ein Zylinder. Vielleicht öffnet man hier mit Zylindertüren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheine ich alles andere mal bereits begangen zu haben. Weiß ich, komme ich auch so durch? Weil das macht bestimmt Geräusche, wenn ich das wegtue. Ein schweres Stück Holz scheint das zu sein. Wir ducken uns wieder vorsichtshalber. Ist echt recht verschwommen, das Bild, ne? Das ist diese Bewegungsunschärfe. Die werde ich, glaube ich, ausstellen. Die macht mich ein kleines bisschen kirre. Ich habe das Gefühl, ich bin besoffen.